Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema kurzfristige Maßnahmen, da gibt es nur kurzfristige Ergebnisse. Was will er wieder, der Mr. T? Der Mr. T will euch erklären, dass es keinen Sinn macht, wenn er kurzfristig irgendeine Maßnahme ergreift, die natürlich eben radikal ist, Radikaldiät. Da gibt es ja zig verschiedene Möglichkeiten, vor allem in der Ernährungsweise, um ein gewisses Resultat zu erzielen. Es sollte einleuchtend sein, dass wenn ich was praktiziere, was ich nicht auf lange Sicht praktizieren kann, aus irgendwelchen Gründen, weil es einfach viel zu extrem ist, viel zu unterkalorisch, viel zu einseitig, gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn das Ergebnis, was ich erziele, nur kurzfristige Dauer hat. Das heißt, wenn ich dann wieder in meine ursprüngliche Verhaltensart, was das Essen und auch das Training anbetrifft, einsteige, dann wird es wohl dieses Ergebnis nicht haltbar sein. Deswegen, wenn ihr was plant und wenn ihr was vorhabt, dann müsst ihr immer dran denken, das ist eine langfristige Investition in eure Ergebnisse, die auf Dauer gut sein werden, auf Dauer auch haltbar sein werden. Wenn ihr kurzfristige Maßnahmen ergreift, irgendwelche teilweise unsinnigen Dinge praktiziert, wo überhaupt kein Sinn dahinter steckt, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn dieses Resultat auf Dauer nicht haltbar ist. Also, noch einmal, wenn ihr was plant, ernährungstechnisch, wenn ihr was plant, trainingstechnisch, und Resultate damit erzielen wollt, dann denkt dran, dass diese Resultate weiterhin nur haltbar sind, wenn man entweder das weiterhin so extrem praktiziert oder ich plane gleich von vornherein, was Sinn macht, was langfristig ist und was natürlich auf lange Frist auch machbar ist. Das heißt, eine intelligente Planung im Bereich des Essens, eine intelligente Planung im Bereich des Trainings bringt euch so weit, dass ihr auf Dauer ein gutes Ergebnis erzielen könnt und nicht einmal im Jahr für 2 Wochen gut aussieht. Das war's schon, Andreas Dienbacher zum Thema, wenn schon Planung, dann richtige Planung. Langfristige Planung ergibt langfristige und gute Ergebnisse.